Hier ist euer Monkey King Rumbo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute sprechen wir über dieses Desaster, das wir alle gerade sehen. Wir sind heute Morgen aufgewacht als Apple-User, haben auf State of Survival geguckt und gedacht, irgendwas ist falsch. Was genau falsch ist? Es ist super teuer geworden. Jetzt denken wir als allererstes natürlich, weil wir es gewohnt sind, Kings Group, Fun Plus, was habt ihr denn da schon wieder gemacht? An der Stelle muss man sagen, sie haben tatsächlich gar nichts gemacht. Sie hätten was machen können, sie haben aber nichts gemacht. Warum haben wir plötzlich so teure Preise? Denn das kleine Paket von 4,99 € ist jetzt auf 5,99 € gestiegen. Das nächste Paket von 9,99 € auf 11,99 €. Das andere von 19,99 € auf 23,99 €, von 49,99 € auf 59,99 € und von 99,99 € auf 119,99 €. Wahnsinn! Im Schnitt über 20% Preissteigerung. Und was genau ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist ganz einfach. Apple hat sich entschieden, die Exchange Rates, also die Währungsumrechnung, anzupassen. Dadurch, dass der Euro besonders schwach ist, in letzter Zeit gegenüber dem US-Dollar, haben sie die Preise angepasst. Das gilt für einige Regionen, für einige Währungen, aber für Euro ist es besonders heftig. So, jetzt die große Frage natürlich, wenn man sich diese ganze Sache anguckt, entweder man entscheidet sich, mit dem Spiel aufzuhören, kann ich nachvollziehen, oder aber man sucht sich nach Alternativen oder man ist bereit, den Preis zu bezahlen. Den Preis wollen wir aber eigentlich alle nicht bezahlen, würde ich mal schätzen. Also, welche Optionen gibt es? Es gibt einmal die Option, das ist die, wo ihr erstmal wieder Geld investieren müsst, euch ein günstiges Zweithandy zu holen, ein Android-Phone. Ihr habt euer Apple-Gerät, bindet das Ganze irgendwie mit einem Dummy-Account auf VK oder am besten auch bei Facebook, das ihr dann eben auf verschiedenen Geräten auch nutzen könnt. Ihr solltet euren Account immer gebunden haben, ganz wichtiger Punkt. Was macht ihr dann? Ihr nehmt euer neues Handy, hoffentlich für kleines Geld, und kauft darüber die Pakete. Weiterhin könnt ihr spielen über Apple. Das ist eine Option. Die andere Option ist, es gibt mittlerweile, das packe ich euch auch in die Kommentare rein als Link, die State of Survival PC-Version. Läuft leider nicht bei allen PCs, ich habe von vielen Problemen gehört, aber wenn ihr das darüber machen könnt, könnt ihr im Endeffekt zu sehr günstigen Konditionen, zu den gleichen Konditionen im Endeffekt wie auch bei Android-Geräten, Diamanten im Spiel kaufen oder aber über den FunPlus Store. Der FunPlus Store bietet aber nur beschränkt gewisse Sachen an, die ihr für euren Account kaufen könnt. Habt aber die günstigeren Konditionen. Ihr könnt aber auch euren Account im Spiel auf dem PC einsetzen und dort für die gleichen Konditionen, wie ihr es zum Beispiel bei Google Play kennt, da kauft ihr aber Diamanten und setzt die Diamanten dann im Spiel auf dem PC ein. Das ist dann weiterhin normal spielen, könnt ihr auf dem Handy die Bundles kaufen, würde ich dann über die Diamanten, wie ihr hier seht, Diamanten kaufen zu den Konditionen. Einfach euren Account da über euren Facebook- oder VK-Account mit verknüpfen und dann funktioniert das alles. Wichtig, Account wechseln. Welche Option gibt es noch? Es gibt noch die sogenannten Emulatoren. Mein Beispiel ist jetzt der LD-Player, den ihr dafür nutzen könnt. Ich habe euch da unten auch in die Kommentare den Link für den LD-Player gepackt. Da könnt ihr natürlich dann auch theoretisch darüber spielen und darüber, wie bei Android basiert, dann die Bundles kaufen. Also für 4,39 € statt 5,99 € auf eurem Apple-Gerät. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Handy kaufen würde ich persönlich jetzt nicht zwingend. Dementsprechend nutzt den Emulator oder eben auch das PC-Spiel. Das sind die einfachsten Varianten. Ich hoffe, ich konnte euch damit mit dieser Situation helfen, die doch, wenn ihr unbedingt noch weiter spielen wollt und Pakete kaufen wollt, die zu wesentlich besseren Konditionen zu holen. Ich freue mich, wenn ihr ein Like dafür da lasst.